für die Geschichte der europäischen 30er Jahre ist gekennzeichnet durch die Entwicklung verschiedener Nationalismen, von daher Deutschland steht sicher nicht allein. Deutsche Geschichte ist nichts Besonderes, Geschichte liegt es an der Leinwand im Allgemeinen. Die Entwicklung der europäischen Geschichte in der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, wenn wir an Italien, wenn wir an Spanien denken, wenn wir an erinnern Sie sich an Kroatien ziehen, kroatische Nationalisten, die später unterstützen Hitlers Nazi-Deutschland oder die Situation in Bulgarien von bulgarischen Nationalisten. Das ist es, war eine Entwicklungslinie der europäischen Geschichte, also in der Tat der Aufstieg des Nationalismus, natürlich Deutschland. Nicht trug etwas Bestimmtes anderes. Die Frage ist, warum sind die Menschen Hitler gefolgt? Warum hat die NDAP schließlich an der Macht konsolidiert? Ist es notwendig? Man darf natürlich nicht vergessen, dass Hitler wurde sozusagen zum Kanzler ernannt. Es war eine Verschwörung der herrschenden Kreise außerdem, die nicht der Meinung waren, dass es eine langjährige Figur von Papen, die beeinflusste Hitlers Aufstieg zur Macht in seinem inneren Kreis, sagte, dass ich gerade angemietet, sie regen sich nicht auf dieser Korporal, er wird seinen Job machen und er wird sie waren vor allem interessiert an, war natürlich die Unterdrückung der linken Bewegung, vertreten durch die kommunistische Partei in der Sozialdemokratie natürlich ebenso wie auch die intellektuelle Elite. Hitler wurde zunächst von der Front aus gesehen als eine furchterregende Figur, weil für Deutschland mit seinem Kult der Universität Ausbildung zu suggerieren, dass diese an der Spitze der Nation zu stehen, war es war unmöglich. So dachten sie, dass er eine Übergangslösung war, Abbildung, um sie für eine Weile herumzuschleppen, vielleicht eine Sehnsucht wirklich von der Welt übrig sein kann, auf diese Weise damit umzugehen, das was die Mainstream-Bevölkerung betrifft. Sind sie hörten, was sie hören wollten sie, sie haben gehört, dass sie gedemütigt werden. Sie haben gehört, was sie hören müssen, Arbeitslosigkeit zu beseitigen, hörten sie, dass die Reparationen aufhören müssen und jeder waren sich alle einig, auch die Rechten der intellektuellen Elite und des Mainstreams der Bevölkerung. Die Meinungsverschiedenheit bezog sich auf die Slogans Antisemitismus, weil sie nicht sie glaubten, nicht ernsthaft, das ist Drag, war nur eine Wahlkampfrhetorik. Und die zweite Sache, die meisten Leute verwirrte, war der Amoklauf der Stormtroopers, die eine Art von dem, was man eine Maschine nennen könnte, um die Nazis sozusagen auszurotten, die an die Macht kamen, die sich an Straßenschlägereien, die beleidigten Menschen auf der Straße, weil sie nicht geben den Nazi-Gruß an sie. Den amerikanischen Botschafter in Deutschland William Dodd erinnerte sich, dass es in einem Monat Dutzende von Fällen geben kann, Schläge auf der Straße für nicht gab den Nazi-Gruß, diese natürlich als der Durchschnittsbürger, wie man heute sagt. Natürlich passte es ihnen nicht und es gab diese Punkte der Nichtkonformität mit der polynesischen Antisemitismus ziehen Verhalten zu Jahrhunderte haben sie sicherlich alarmiert und entfremdet eine große Teil der Deutschen aus dem Hitlers Einheit. Und er selbst wurden geführt von R.E.M. einer von Hitlers Anhängern und ihn sozusagen im Allgemeinen mitschleppen ein treuer Mitarbeiter und sie nahmen an, dass nach der Machtergreifung, nachdem die Nazis an die Macht kamen, konnten sie tatsächlich ersetzen die reguläre Armee, die natürlich das passte den Stabsgeneräle natürlich nicht und reguläre Offiziere sahen sie die Sturmtruppen als nur Schläger, die in diesen gelben Uniformen, die sich jeder Einfluss und kann nicht diszipliniert werden in irgendeiner Weise, außerdem sind sie darauf bestanden, sie zu eliminieren, weil der Kader ist ein Kader für die preußische, ziehen sie eine solche Kadermilitär natürlich vielleicht vererbt werden darf nicht vererbt, aber es ist eine gewisse Status, vor allem sozialer Status, jeder kann nicht dorthin gelangen, deshalb natürlich sind die Stormtroopers wie die Leute, die an Nazi-Aufmärschen teilnahmen, die Kommunisten verprügelten, die Sozialdemokraten und kämpften und sortierten vielleicht mit den Gewerkschaftsführern und sie hatten alle möglichen Rangeleien, sie konnten natürlich zu denjenigen gezählt werden, die respektabler Teil der Offiziere. Also natürlich war es notwendig, sie zu entfernen und in die Gesellschaft und der Kader deutsches Militär in dieser Angelegenheit natürlich ihre Sichtweise stimmte auch überein, als sie zur Leistung in 3. Januar 1930 33 Jahre, weil Hitler an die Macht kam dank der Konspiration der herrschenden Kreise im Reichstag NSDP war nur etwa 30% Mandate auch in Berlin, die traditionell betrachtet, sozusagen, Außenposten der NDS, manchmal, wo sie wurde als starker Einfluss der Partei angesehen. Berlin gab sozusagen nur 31% Stimmen, es ist nicht viel mehr als das und die Nazis noch, wenn sie an die Macht kamen.
taten sie eine Menge Überwachung der öffentlichen Meinung, nachdem sie an die Macht kamen und die Lücke erkannten zwischen dem Ziehen der Erwartungen der Wähler und ihrer eigenen Schleppmandate und Schleppvertretungen im Reichstag, begannen sie überwacht auch die Daten von Organisationen, die ausgewandert sind aus deutschem Gebiet, waren außerhalb von Deutschland und bewerteten auch öffentlich, das heißt, sie basierend auf verschiedenen Informationsquellen und kamen zu dem Schluss, dass es viele gesellschaftliche Gruppen, die nicht unterstützen und höchstwahrscheinlich niemals wird den Nationalsozialismus unterstützen. Diese Gruppen wurden in diesen Bereichen lokalisiert, Studien und sozusagen im Allgemeinen sie waren diejenigen, die sich die leider waren sie unter den ersten ihre Vertreter unter den gefangenen Konzentrationslager, die in Deutschland lange vor Beginn der Außenpolitik und schleppende Handlungen Aggression, die anschließend gemacht, um zu entfernen die Hauptgegner der Kommunisten war aktiv genutzt. Der Vorfall mit dem Reichstagsbrand natürlich sozusagen höchstwahrscheinlich wander jede diese unabhängige kommunistische sogenannte und er selbst war aktiv und zusätzlich die Informationen, die Görings Endurage bekannt war, wurde höchstwahrscheinlich auch aktiv genutzt und wahrscheinlich wurde es von zwei Seiten in Brand gesetzt vielleicht. Aber auf jeden Fall die Hauptergebnis der Reichstagsbrandstiftung war die Zerstörung der eigentlich komischen Partei, das Verbot der kommunistischen Partei. Anschließend wurden die Gewerkschaften verboten gegen die eine Arbeitervereinigung, Arbeitsfront und in der Tat eine Art zu widersprechen dem Regime offen zu. Die Nazis waren sich sehr wohl bewusst, dass, wenn sie an die Macht kamen, sie nicht die gesamte Bevölkerung erobert hatten und Hitler sogar mehrfach betont in seinen Reden an die Öffentlichkeit, dass wir das Land erobert. Jetzt unsere Aufgabe die Nation zu erobern und im Kampf für die Nation natürlich die beiden Hauptwerkzeuge jeder Diktatur sind vor allem in erster Linie die forcierte Aktion der eklatanten Terror und Propaganda sind diese beiden Werkzeuge wurden sehr aktiv und sehr umfangreich genutzt und das Verständnis, das für den westlichen liest, für das Publikum, für die westlichen politischen Eliten, für externe politischen Jahren ist es notwendig. Die Bild von Deutschland als freien demokratischen Staat war die Frankfurter Zeitung, die Glaubwürdigkeit genossen unter den liberale Intelligenz innerhalb Deutschland Intelligenzia, die traditionell ein wenig positional zum Regime gedacht war, dass es einige seiner eigene Ansichten, die eigene Sichtweise nicht ganz mit dieser Regelung einverstanden sind und diese mediale Masse an Informationen. Es war auch für westliche Leser geeignet, weil sie das Gefühl hatten, dass es nicht voreingenommene Presse und allgemein können sie glauben sie es ist frei von Nazi-Parolen, also ist es eine Art zu verstecken, war auch ein Zeichen von ein freier Staat. In der Tat bereits während des Krieges benutzte Goebbels diese Zeitung wurde in erster Linie verwendet, um gefälschte Lecks, es könnte also insbesondere verwendet werden, um Daten über die Offensive in die eine oder andere Richtung in dieser Zeitung und dann in allen die deutschen Medien. Es gab Informationen und es gab Kontroversen, dass der Chefredakteur das nicht tun durfte. Informationen sollten sich nicht so verhalten. Während des Krieges erhielt er bei einer Pressekonferenz des Ministeriums der Propaganda und damit zu desorientieren und den Feind im Speziellen. Solche Lecks wurden während der Krieg mit Frankreich im 40. Jahr etwas zu realisieren. Was man der Öffentlichkeit mitteilen kann, war es notwendig, die Propaganda in Nazi-Deutschland. Es löste mehrere Fronten zusammengebrochen ist. Sie richtete sich an die deutsche Gesellschaft als Ganzes und richtete sich an einzelne Segmente der Bevölkerung in erster Linie. Das Regime erkannte dies sehr früh, dass die gesamte Bevölkerung würde es nicht gelingen, 100 zu erobern. Wenn Sie genau hinsehen, seine Hitlers Rede und die Reden von Himmler und die beiden betont, dass wir 100%ig sind, würden wir nie bekommen, auch wenn wir in, an der Macht. Also war das Ziel, die Unterstützung und zur Bildung eigener Plattform innerhalb der deutschen Bevölkerung eine solche. Die Plattform ist leider recht erfolgreich gewesen. Leider ist die Jugend der Deutschen, weil die Aufgabe der Bekämpfung für die Jugend und eine möglichst breite Plattform, weil natürlich für den Zeitraum 33-34 Jahre war die deutsche Jugend nicht homogenen Gegenstand zu ziehen, gab es Vertreter verschiedener Klassen und soziale Gruppen. Um verbreitern sie den Boden so weit wie möglich sozial unter der Jugend. Die Propaganda ist nicht adressiert an für das intellektuelle Segment der jungen Menschen, sondern die größtmögliche Gruppe von Menschen und daher wurde der primäre Fokus auf Sport und aktive Massenarbeit außerhalb der Stadt. Der Nationalsozialismus sehr gefördert, Kraftsport vor allem Boxen war vorhanden. Die breite Masse der Menschen brauchte nicht jede teure Ausrüstung für Tennis, für die Umzäunung zum Reiten. Es war nicht notwendig,
Ein Pferd zu haben, jeder Junge könnte lernen, wie man boxt vom Hof. So wurde Boxen zum Sportarten, die breite Unterstützung erhielten in Nazi-Deutschland. Generell gilt, dass körperliche Schönheit für junge Menschen war schon immer attraktiv. Es war immer die aktive Seite davon, also es muss erkannt werden und zwar allgemein. Die Nazis haben nichts erfunden. Ich möchte betonen, dass sie von Anfang an fordernde Propaganda die maximale Unterwerfung des Breiteren der Jugend, gaben sie auf komplett weg von jeglicher Art von intellektueller komplexe Schemata aus Theorien aus Büchern. Die sie verließen sie sich auf Körperkultur und Sport natürlich auf lange Sicht eine Box- und Kraftsport waren benötigt, um die Kriegsanstrengungen zu führen, sondern dass die jungen Leute des dritten und vierten Jahres hatte noch nicht geahnt, dass sie sehr sagen würden lebendig reagierte auf diese Appelle aber auch der nationalsozialistische machte aktiven Gebrauch von diesen ikonischen Helden, die in der damaligen Jugend existierten. Sie waren natürlich die Rennfahrer, die entwickelte sich die Automobilindustrie und die deutschen Autorennfahrer besetzten einige Ehrenplätze, waren Europameister im Rennsport so. Der Nationalsozialismus hängt an diesen Helden. Die Motorradrennfahrer waren meist auf Postkarten dargestellt in lederigen Mänteln mit Schutzbrillen. Konservengläser im Kreis und das ist die Art von das Outfit können wir eine Menge von Bilder von beiden, Goebbels und Hitler. Meine ich, das Bild wurde komplett entliehen, wurde das Bild des ikonischen Jugendhelden vollständig ausgeliehen von den Nationalsozialisten in Form von Reis die Ehrbarkeit der gebildeten nationalsozialistisch und wehrhaft gegen den Hooliganismus. Hier die Möwe der verletzenden gesellschaftlichen Traditionen des Sturmtrupps war geschaffen und sein eigenes Bild war es ein Konstrukt, das von das Bild der SS im Nationalsozialismus Sicherheitskommando und Hitler. Der belief sich ursprünglich auf etwa 2 Dutzend oder 200 traurige Männer und sollten für Sicherheit sorgen. Hitlers Reisen durch Deutschland nahm Menschen auf, die groß waren, auch ohne eine einzige Zahnfüllung war auf einmal zu einer Zeit gab es eine Nachfrage nach diesen Blondinen mit blauen Augen und durch Anziehen sie in der gleichen Uniform nur für sie genäht und zeigen Paraden natürlich mit deren Beteiligung haben die Nationalsozialisten erreicht sehr viel, sie haben für die Deutschen ein neues Bild der zurückkehrenden Armee, die wiederum in Deutschland existiert. Dies ist vor allem deshalb so, weil das der Kult in Preußen um den militärischen Mann im Offiziersknochen war sehr hoch für die Deutschen war es sehr wichtig wurde ihnen dieses Bild von der Uniform gezeigt wurde von Hugo Boss diese Firma geschaffen existiert seit 23 Jahren hieß es und nähte Uniformen für Postmitarbeiter für Postboten und machten oft sogar Bestellungen ohne einen eigenen Stempel zu haben. Anschließend kam der Chef zu uns DP und bekam den Auftrag er von Cheval Uniforms zunächst für die S dann begann er, Uniformen für die Wehrmacht zu fertigen leider diese Uniformen später hat die unglückliche Bezeichnung Schwarztod hieß es im Besetzten den besetzten Gebieten. Denn es war mit Schafen wurde im Anschluss an die meisten brutale Ausrottung der Bevölkerung in allen Ländern, die Nazi besetzt Deutschland so fremd wie die Wahrnehmung von Zeitgenossen von Paraden mit der SS-Einheiten, stürzt sie manchmal hier sind wir nun, es schockiert uns mit seinen Gefühlen weil die Erinnerungen erhalten bleiben der Franzosen. Die zu dieser Zeit in Deutschland waren Paraden verglichen sie die Wahrnehmung und Eindruck von diesen Paraden mit Eindrücke der Händlersaison in Paris ist schwer zu glauben, aber es ist die Tatsache, dass sie etwas über Erotik in der Wirkung solcher inspirierend kann es nur mit Diaghilev in Verbindung gebracht werden die Diaghilev-Saisons, wie sie Paris kennen die Ballettspielzeiten endeten in den 20er das 9. Jahr, also ist es nicht eine so große Spanne der Geschichte wenn nach 29, 34, 35, eine Person nach Berlin und sieht eine Parade wie diese gibt es wahrscheinlich zu ziehen, machte eine sehr starke wenn sogar die Franzosen die eine solche Reaktion zusammen mit dem Widerstand deutsche Kulturschaffende, die für in Opposition zum Regime sagen wir können um die Meinung von Marlene Dietrich zu zitieren, die ging zuerst in die Vereinigten Staaten von Amerika und dann nahm den amerikanischen Zaun und weigerte sich, zu den Nazis zurückzukehren Deutschland trotz aller Appelle von Goebbels und aller die Versprechungen der Nazis, um dann von den Bedingungen zu sprechen, unter denen sie zurückkehren konnte sie sagte immer über die SFS, dass sie erinnerte sie an Schauspieler, die sich mit am Filmset, weil sie sie nicht ernst genommen hat nahm sie nicht ernst auf ihr diese Uniform nicht hatte keinen Einfluss auf die Tatsache, dass die Uniformen neu waren skeptisch wahrgenommen Intellektuelle kannten Himmler sehr gut kannte und er schleppte auf diese und visuelle Bemerkungen, die er würde sagen.
Dass wir nicht kämpfen für Intellektuelle absolut da nicht interessiert, wir müssen erobern die Menge. Was die Wirksamkeit von Propaganda, ist es immer noch notwendig zu geben. Dass der engagierteste Teil des Regimes war unter der Jugend und den treuesten Unterstützer des Regimes war ein junger Mann zwischen 25 und 38 Jahre alt. Generell kann gesagt werden, dass 38 von den 30 90er Jahren und das Hitlerbild, das in offizielle Propaganda positioniert wurde als Retter der Aktion und aus der Rhetorik, die alle Deutschen aggressives Schleppvokabular und Verhalten zum Regime dank des vernachlässigten Militärs, Produktion und die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, sicherlich auch die Haltung der Deutschen, die ästhetisch zunächst auf ihre Nationalsozialismus ist es mehr geworden. Loyal bedeutet das nicht, dass alle gefundenen Alte zur Party oder zum Schleppen in irgendeiner Weise zu beteiligen, aber die meisten 38 im 39. Jahr, auf die eine oder andere Weise auf den Schnitt und die Parade unterstützt ist. Dass es in den 38. Jahr das Regime sich tatsächlich in eine Blase verwandelt hat, weil das Ganze und jedes Wirtschaftswunder, die dank der Finanzminister, ich werde sterben, meint es in der 38. und 9. Platz zu platzen, weil diese militärischen Aufträge, die bestanden, sie haben nicht mit dem Geld für sie gezahlt, der Staat zahlte mit kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten, die kurz vor der Fälligkeit standen, waren bald fällig, also ist hier die das Paradoxe daran ist, dass die Menschen Vertrauen in ein Regime, das im Begriff war, die platzen wie eine Seifenblase, weil es finanziell ungesichert,